Willkommen zurück bei Star Citizen. In der heutigen Folge wollen wir uns mal einem neuen Bodenfahrzeug zuwenden. Deswegen bin ich hier in New Pavage mal wieder an der Luftschleuse zur Oberfläche. Oder an der Schleuse, ob es eine Luftschleuse ist. Und dann nehmen wir diesmal die Anvil Spartan, also die spartanische Anvil. Ein Truppentransporter. Oder sagen wir einfach Bus dazu. In der Garage 1. So. Dann gehen wir mal in die Garage 1. Da ist es schon das gute Stück. Und da wollen wir mal hinaus in die Nacht von Microtech starten. Natürlich. Ich kenne mich noch nicht so aus mit dem Ding. Hier ist der Zugang, der Knopf, den ich drücken muss. Und da öffnet sich die Schleuse, beziehungsweise eine Einstiegsluke. Auf der Gegenseite gibt es noch mal eine. Schauen wir uns dann draußen noch ein bisschen genauer an. Denn zunächst wollen wir hier die Innenräume verlassen. Und wir haben Zugang zum Cockpit. Wir setzen uns in den Driver's Seat, also Fahrersitz, und schalten mal die Systeme ein. Anvil Aerospace. All systems online. So. Jetzt können wir schön von außen gucken. Also, voilà. Na gut, schauen wir uns vielleicht doch lieber von draußen. 8 Räder und einen schönen Turm obendrauf. Rein mit uns und mal die Schleuse aufgemacht. Hallo? Vielleicht so und so. Lässt du mich raus? Your Krise Launch. Ah, sieht wieder diesig aus. Hm? So, ja, dann geben wir ein bisschen Gas und fahren erstmal die Rampe runter. Hm? So. Und damit wir ein bisschen besser sehen, machen wir alle Scheinwerfer an. Nun wollen wir mal so weit wie möglich hier unten auf diesen zugefrorenen See. Da hinten sieht man noch die Messe. Ist gerade noch in ihren letzten Zügen, bevor sie ganz aufhört. Durch die Wolken, die jetzt neu auf Microtech sind, ist es hier auch alles ein bisschen, naja, weniger gut sichtbar. Man sieht da, wie die Wolken über die Oberfläche ziehen. Ne? Na gut, wir gehen mal wieder rein und versuchen mal irgendwas zu erkennen. So. Versuchen wir erstmal hier wegzufahren. Ja, hier in der Nacht sieht man schön, wo Scheinwerfer sind. An allen Türen. Ne? Links, rechts ist eine Tür. Hinten, wo jetzt die Bremsleuchten an sind, beziehungsweise der Rückscheinwerfer, ist auch noch eine Tür. Ja, und hier sieht man mich drinnen sitzen in diesem Monsterteil. Und im Hintergrund New Babbage. Ja. Theoretisch müsste in, sagen wir mal, 10 Minuten, eine Viertelstunde vielleicht hier die Sonne aufgehen. Vielleicht warten wir noch so lange, aber wir können ja schon mal ein bisschen fahren. Also jetzt hier ein bisschen umgucken. Dann schauen wir uns natürlich auch das Inter Spartan sozusagen an. So. So. Halten wir erstmal ein.
weil das ist doch auch ein ganz schönes Bild. Und jetzt können wir uns erstmal die Innenräume betrachten. Wenn wir ganz viel Glück haben, geht ja inzwischen die Sonne auf. Da hinten ist schon dämmerig, ne? Da kommt sie langsam rum. Ich habe also den Zeitpunkt gut gewählt. Und jetzt steige ich aus. Sehen, ob man das sieht. Jawohl, ich drehe mich im Sitz. Und jetzt gehe ich mal wieder in die Ego-Perspektive. Ja, was haben wir hier alles? Also hier drüben gibt es noch einen Turmzugang, Bibabo, Zeug, bla. Hier sind Komponenten, Türchen. Ah, okay. Jetzt haben wir es aufgemacht. Man sieht, da gibt es noch eine Komponente, die aktuell nicht installiert ist. Billsub, was immer das ist. Gibt es Leute, die kennen sich da mit dem Zeug besser aus als ich. Jetzt gucken wir mal hier rein. Kühler. Ne? Juno Starwerk. Also Kühler und Batterien und so ein Zeug. Halt hier. Hier gibt's Sicherheit. Warte, machen wir auf. Das ist nämlich Schrank. Und da sieht man jetzt hier das Inventar des Busses, nennen wir es mal Bus. Man kann, also aktuell ist nichts drin. 1000K Mikro SCU kann er tragen, also man kann einiges hier, ich kann jetzt meinen Helm hier reintun oder so, aber war natürlich nicht. So, und hier ist das Passagierabteil, ne? 4 und 4 Sitze macht insgesamt 8. Also 8 Leute können hier gemütlich Platz nehmen und die Fahrt genießen. Natürlich ist es eigentlich für Marines, die dann irgendwo militärisch angreifen und so weiter. Aber ich versuche mal ein bisschen das Ganze ein bisschen ziviler zu sehen. Hinten, Klappe, geht auch auf. Schauen wir uns das mal von draußen an. 18 Minuten habe ich Zeit, bevor ich hier erfroren bin. Ja, und da steht das Teil. Wie gesagt, ein Truppentransporter mit natürlich einer Kanone, um sich ein bisschen Respekt zu verschaffen. Sei wohl ganz gut gepanzert. Obendrauf sieht man eine gebogene Antenne. Ne? Möglicherweise gut für den Funk, aber sonst hat keine Stealth-Eigenschaften oder Abhöreigenschaften oder sowas. Zumindest im aktuellen Spiel. Oh, Deckel wieder zu. Die Tür geht von selbst auf. Sehr gut. Setzen wir uns mal wieder rein. Ja. Und als Fahrer hat man natürlich auch Zugang zum Turm. Jetzt müssen wir mal gucken, wo der denn ist. Enter Remote Turret. Hier, drücken wir auf das Knäppel. Und jetzt sind wir oben auf dem Turm. Ich kann natürlich hier, wenn ich so nah an New Babbage dran bin, kann ich nicht schießen. Ne? Das ist eine Gatling, also ist eine Kanone, die Munitionsstreifen verballert. 295 habe ich jeweils drin, links und rechts. Wenn die alle sind und so alle, dann habe ich halt keine Munition mehr. Und ich kann auch während ich fahre natürlich hier den Turm bedienen. Da muss ich natürlich aber aufpassen, dass ich nicht gegen irgendeine Wand fahre. Oder dass ich auch nicht die Orientierung verliere. So, man sieht, es wird langsam heller. Ja gut, dann machen wir den Turm wieder raus. Ne, nicht mit Escape. Wollen gerne im Spiel bleiben noch. Wahrscheinlich mit Z, jawohl. Das hat geklappt, jetzt geben wir ein bisschen Gas und fahren ein bisschen über den See. Und fahren wir über den See. Auch nicht mit einer hölzernen Wurzel, sondern mit einer Anvil-Spatte. Jetzt fahren wir zu den Bergen dort und sehen, ob wir das schaffen. Da drüben fährt gerade ein Zug. Ist auch ganz schön zu beobachten.
Schöne an der Messe, an der IAE, ist natürlich, dass man sich am Ende der Messe jedes Schiff, was man gerne möchte, ausleihen kann. Und so habe ich mich mal hier dem neuen Transporter gewidmet, den wir jetzt mal spazieren fahren sozusagen. Vielleicht schaffen wir es ja auch aus der waffenfreien Zone raus. Ich glaube es zwar nicht. Aber wir können zumindest mal über den See fahren und an den Anfängen dieser Hänge. Vielleicht fliege ich heute auch noch woanders hin und probiere ihn noch woanders aus. Aber das sieht doch schon mal gut aus. So, mit New Babbage im Hintergrund. Die Scheinwerfer machen auch was her. Blenden ein bisschen. Und es wird tatsächlich hell. Wir fahren mal zum Rand dieses zugefrorenen Sees und dann gucken wir mal, wie er sich am Hang macht. Man kann hier nicht einbrechen. Sieht zwar ein bisschen gefährlich aus, also im Real Life würde man sowas vielleicht nicht machen, weil es möglicherweise dann das Eis doch nicht hält. Aber das ist halt ja keine richtige Physik, also kann man da auch alles Mögliche ausprobieren. So, da vorne kommt das Wäldchen und da versuchen wir mal reinzufahren. Sieht man schon ein bisschen mehr durch den Sonnenaufgang, was wir hier haben. So, ich fahre ein bisschen um die Eisberge hier drumherum. Ziel ist dort vorne der nahe Wald. Ist auch gar nicht sehr rutschig hier drauf auf dem Untergrund. Man kann hier locker schön lenken, wenn man den richtigen Taster erwischt. Ja, man kann auch einen Eisberg mitnehmen. Da drüben übrigens der Raumhafen. Den werden wir uns dann von New Babbage auf woanders hin machen. Aber Ziel heute ist auf jeden Fall nochmal der Wald. Möglicherweise ein bisschen die Berge hoch. Gibt es aktuell zu kaufen, das Ding. Wenn man, also, wo ich das Video zumindest aufnehme. Wenn ich das online stelle, ist es sicherlich nicht mehr im Sale, zumindest 70 Euro. Wer 70 Euro hat und so einen Bus braucht, dann bitteschön. Für uns anderen leihen wir uns das aus. Wir spielen uns das in-game. So, drüben ist schon der Rand des Sees. Mal gucken, wie das Wetter heute. Na, jetzt wird es langsam verschneit. Sehen wir mal, was die Geländegängigkeit dieses Gefährts was damit beschaffen ist. Und dann können wir auch nochmal alle Türen aufmachen. Gut. So, also erstmal hier hoch. Man sieht, das Wetter wird schon schlecht. Ui. Also bisher ist er noch nicht umgefallen. Wolken sind zwar cool, aber das Schlechte daran, dass sie aktuell, wie sie im Spiel sind, dann hier auf dem Babbage, weil das Wetter immer schlecht ist, und sozusagen nicht mehr so viel sieht. Rangieren, dass man nicht gegen die Bäume fahren. So. Und früher hatte man ja mal so
mal sonnige Abschnitte, da war es recht schön in dieser Winterlandschaft. Jetzt ist irgendwie immer Schneesturm, schlechtes Wetter. So. Wir hätten es quasi in die Schneelandschaft geschafft. Gehen nochmal nach innen. Immer noch natürlich in der waffenfreien Zone. Ich versuche das Ding nochmal in einer nicht gesperrten Zone zu fahren. Mal sehen, ob ich das heute auch noch schaffe. Dann würde ich dann hier wieder reinschneiden. Aber was wir jetzt nochmal machen, wir schauen uns nochmal die Knöpfe an. Was haben wir hier alles? Also das war der Turm. Hier ist nichts. Die Engines kann man anschalten. Power, also Energie. Open Exterior. Genau, das machen wir jetzt mal. Und da müssten überall. Genau. Alle Rampen. Man sieht die meisten Rampen, da funktioniert das. Bei der hinteren, die ist jetzt ein bisschen zu hoch. Aber jetzt könnten hier die Passagiere aussteigen und dann eine Türe zum Fahrer, also ein Mann-Fahrzeug, ne, eigentlich. Ein Bus mit einem Fahrer sozusagen. Ja, und der ist immer noch geschützt durch seine massive Tür dort vorne, falls hier irgendjemand mit irgendwas reinschießt. Das tut zumindest ein Fahrer nicht weh. Ne? Gut, dann schaue ich mal, ob ich das Ding noch woanders zum Fahren bekomme oder gespawnt. Ansonsten sage ich erstmal Tschüss, New Babbage. So, aktuell bin ich unterwegs zur Terra Miles Hydro Farm, weil man dort auf Bodenfahrzeuge theoretisch spawnen kann. Und dann versuchen wir das Ding hier nochmal auszufahren, diesen Spartaner sozusagen. So, gehen wir rein, gucken, wie weit es noch ist. 9 Kilometer. Kommen rasch näher. Ich habe ja jetzt auch kein schwerfälliges Schiff, sondern einen leichten Jäger genommen. Also die Arrow. Wir merken uns hinter dem Grat und dann kann ich das nämlich hier ausmachen. Da ist es schon. So, muss nur rechtzeitig bremsen. Gehen wir mal zu dem blauen Gebäude dort vorne. Also da sind ja die Pads, Parkplätze für Bodenfahrzeuge. So. Richten wir uns ein bisschen aus, ohne noch wild zu drehen. So. Klappen wir alles ein und jetzt geht's abwärts. Aber wir können schon noch ein Stück vorfliegen. Wir müssen auch nicht so viel latschen. Na. Ja, da wären wir und jetzt geht's raus. Hoppala. Und da gucken wir mal. Ob wir hier auch nochmal unser Spartan herkriegen. Wahrscheinlich müssen wir es erst claimen, wenn es überhaupt machbar ist zu sparen. So. Envy Spartan Claimer. Das dürfte nicht so lang dauern. 45 Sekunden. Die Hammer. Ne? So. Die Freelancer Max, die ist immer noch hier. Die könnte ich
Die ist aber als unknown. Wenn ich die jetzt claime, würde es mir auch nichts bringen. Also das Geld kriege ich nicht wieder, was da drin steckt. Naja. Man kann sagen, es ist eine Beta. Und ja. Ist halt unschön, wenn das Zeug nicht funktioniert. Und jetzt sind schon die. Sind es nur noch 15 Sekunden. Und dann fahren wir hier noch eine Runde, würde ich sagen. So, und stellen wir es hin. Wo erscheint sie? Auf magische Weise. Man kann es leider nicht so richtig hingucken. Da, bumm. Ist irgendwas passiert, ne? Draußen steht sie genau vom Fenster. In Wilsbaden. So. Ist auch spartanisch eingerichtet, ne? Aber das bleibt ja jedem selbst überlassen, dann noch kleine Wackeldackel oder sowas reinzustellen. Später möglicherweise im Spiel. Diese Leiter hier übrigens, da soll man später auch hoch können. Aber aktuell ist sie noch nicht begehbar. Also man kann dann oben drauf steigen. So, ja, Vorsicht, jetzt ist links oder rechts ist der Knopf. Mal gucken, hier ist der Knopf. Ganz klein. Aber wir haben ihn erwischt. So, ich das muss auf den Deckel kriegen. Den Deckel. Setzen wir uns mal rein. Und dann können wir auch die Kanonen mal ausprobieren. Also wenn wir ein Stück gefahren sind, natürlich nicht auf der Farm. So, Deckel ist zugegangen. Und dann geben wir mal Gas. So, jetzt darf ich es bloß nicht versemmeln. Jetzt um an die Berge hochzukommen. Achso, das war ein Krater. Ui, ui. Überlebt er das? Übersteht er das? Ja. Interessant, ne? Also, solche Sprünge, kein Problem. Ja, was ist da hinten drauf, ist dieses Runde auf dem Passagierbereich. Das weiß ich nicht, sieht ein bisschen aus wie ein Scanner oder so. Das sind ja auch Antennen links und rechts. Aber es hat zumindest offiziell keine tollen Scanfähigkeiten, dieser Bus. Gucken wir mal, ob wir schon den. Ja, wir haben den Bereich verlassen. Die Armistic Zone sozusagen. Ja, da verbinden wir uns jetzt mal mit dem Remote-Turm. So. Wie sieht das von außen aus? Okay, man kann nicht gleich von außen gucken, schade. Na gut, werden dann zu viele verschiedene Einstellungen. Also der Remote-Turm. Jetzt feuern wir mal. Ja, man sieht, das ist eine Gatling. Und man sieht, wie die Munition rasch runtergeht. Ne? Also so lange kann man gar nicht schießen, während man fährt. Dann ist das irgendwann alle. Ich glaube, das wird man nicht mal eine Minute schießen können. Kommt doch her, wenn ihr was wollt. So. Und das war. Was ist low? Achso. Die Arrow will ich jetzt natürlich nicht abschießen, aber wir schießen mal alles zu Ende. So, jetzt sind sie trocken. Habe ich alles leer geschossen, habe keine Munition mehr. So schnell geht das. Naja. Aber macht auch in der Landschaft hier eigentlich eine gute Figur. So ein Bus. Ich nenne es gern Bus.
weil es gibt bei Star Citizen aktuell mehr Militärfahrzeuge als zivile. Und das ist natürlich nicht unbedingt realistisch. Deswegen brauchen wir auch einen Bus in Star Citizen, zur Haltestelle zu fahren. Auf Selin Haltestelle, nächste Haltestelle, Hinterfahren zum Beispiel, wenn es losgeht. Setzen sich hinten die Leute rein, halten sich schön fest und dann heizen wir hier durch die Gegend. Machen nochmal unsere Lichter, auch wenn es hell ist, machen wir die Lichter nochmal an. Wenn ich's. Achso, man merkt es gar nicht. Ich habe sie schon aktiviert, aber ja, sieht schon cool aus. Ich noch mit meinem Helm da drin. Wow, ich fliege. Boom. Na, zum Glück habe ich genug Räder, um auch solche Sachen wieder ausfahren zu können. Ne? Gut. Würde ich sagen, jetzt haben wir uns den Bus in verschiedenen Gegenden angeschaut. Ich fahre ja noch ein bisschen lustig durch die Gegend. Ich fahre jetzt zu diesem Berg dort hin, zu dieser Bergspitze. Gucken wir mal, ob wir es bis dahin heil schaffen oder ob ich zu wild fahre. Oder ob es überhaupt weiter weg ist, als man denkt. Manchmal ist die Entfernung ja auch schwer zu schätzen. Ich fahre mal nicht hier runter in den Grade. Ein Riesenkrater. Na gut, da fahren wir halt mal in den Krater hier rum. Den hat man vorhin gar nicht gesehen. Wenn ich sterbe, ist es halt so. Aber nein, wir halten wirklich viel aus mit diesem geländegängigen Bus, würde ich schon sagen. Das ist Belastungsprobe extrem. Versuchen wir mal die Wand hier hochzufahren. Aha. 1A fährt die Wand hoch. Ja, der Wattberg ist tatsächlich weiter entfernt als gedacht. Aber so eine Fahrt über Stock und Stein macht man auf jeden Fall Laune. Natürlich physikalisch nicht unbedingt okay, dass er jedes Mal wieder auf den Beinen landet oder so. Wenn ich da denke, wenn ich mit Rovern, Kerbal Space Programm über irgendwelche Mondeise, wie oft es mich da auf den Rücken dreht. Aber es hat natürlich was für sich, wenn man einfach fahren kann, ohne groß darüber nachzudenken. Und ich trotzdem mal die Berge klimmen. Weil das wird dann der ultimative Test halt mal. Als wenn ich vorher doch auf dem Rücken landen, muss ich kurz sagen. Machen ganz schön Nebel, ganz schön wirr durch unsere Fahrkünste. Aber jetzt ist hier das Wetter schön. So, also mal hier runter. Da erstreckt sich der Berg der Wahrheit. Du fliegst. Das ist auch ein Flugrover sozusagen.
Oh, was kann ich falsch auf den Flugbus? Scheinbar hat er Allradantrieb. Güte. So, jetzt geht's hier hoch. Da es hier ein bisschen uneben ist, wird er öfters mal ein bisschen zappeln. Na, das ist eine kleine Bergziege, hab ich den Eindruck. Das war schon zu Fuß schwierig. Kann man die Steigung immer noch. Guckt euch das an. Ey, das ist cool. Also das ist wirklich mal cool. Pferdewand einfach hoch. Ich steige ja immer gerne auf Berge. Ne? Das ist manchmal zu Fuß echt schwierig, aber mit dem Ding ist es überhaupt kein Problem. So, jetzt ziehen wir die Handbremse an und genießen die Aussicht. Das ist nicht schlecht. Das ist nicht schlecht. Fahren wir noch ein bisschen. So. Ja. Jetzt habe ich ihn auf dem Gipfel sozusagen. Und das ist der Gipfel und das würde ich mal sagen, ist der Abschluss unseres heutigen Star Citizen Ausflugs nach Selin, beziehungsweise mit der Spartan oder mit dem Spartan, Envil Spartan, mit dem Bus, ich nenne Bus. Wenn er fragt, was ist ein Bus in Star Citizen, dann sage ich, das ist der Envil Spartan, ist der Bus. Gut, aber macht's gut, bis zum nächsten Mal. Euer Astron hier. Bleibt gesund. Tschüssi.